Hallöchen, willkommen zurück bei Erben der Erde. Wir sind wieder zurück im Lager der Wölfe, in der Hoffnung, irgendwas zu finden, was ich vielleicht übersehen habe. Und ich würde doch gerne wissen, warum uns die Wölfin Shiala befreit hat aus dem Gefängnis. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Naja, okay, dann suche ich doch mal hier die Gegend ab. Vielleicht habe ich tatsächlich irgendwas übersehen. Na, das ist hier unsere Zelle. Hier ist auch nichts weiter. Nee. Nee. Und hier in die Hütten, da kam ich ja auch nicht rein, oder? Nee. Hier vielleicht? Auch nicht. Da hinten? Nee. Aber hier. Genau, das war doch der Raum hier von dem, ja, von der Oberendmoräne hier. Von dem Oberwolf. Das Beil kann ich immer noch nicht nehmen, oder? Besser nicht. Gar würde das bemerken. Nee. Nee, dann weiß ich auch nicht. Lucht. Tja. Nee, dann kann ich nur weiter durch die Wildnis streifen. Und da am Damm, da könnte vielleicht wirklich hier dieser Kartenschlüssel hier passen. Wer weiß, ich meine, ich habe im Inventar lauter seltsames Zeug und ich habe überhaupt keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Aber für irgendwas muss es ja gut sein, sonst wäre es ja nicht da. Also schauen wir mal. Ja, hier runter. Wo war denn nochmal dieser Damm? Jetzt hier noch runter? Na gut, eine kleine Abkürzung. Ja, hier war diese Klippe. Genau, da gab es hier diesen Kartenschlüssel. Okay. Ja. Hier lang? War hier nicht irgendwo dann der Damm? War der nicht hier? Oder weiter runter? Ja, genau. Da ist der Damm. Ja, dieser... Ach nee, das ist der Wasserfall. Wo ich Shiala vorhin getroffen habe. Nee, dann war der Damm weiter oberhalb. Hier, genau. So. Ja, los, Jungs, gehen wir mal dahin. Vielleicht passt die Schlüsselkarte ja wirklich da rein. Hier hoch. Ja, los. So, da sind wir schon wieder. An diesem seltsamen Gebäude. Na gut, also dann benutze Kartenschlüssel mit Tür. Aber da ist gar kein Kartenleser. Naja,
probier's einfach mal. Die scheint zu klemmen. Ha. Tür klemmt. Hab ich schon mit dem Löffel versucht, da rumzupopeln? Die scheint zu klemmen. Nee. Oder hier mit der Trophäe? Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Nee, auch nicht. Nee. Naja, ein Versuch war es wert. Na, wo geht's denn hier raus? Hier, genau. Tja, das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, ist der alte Wolf, der uns hier hingebracht hat, mit der Fähre. Vielleicht ist der ja noch am Dock. Möglicherweise weiß der noch irgendwas. Schauen wir mal. Weil sonst bin ich mit meinem Latein wirklich so langsam am Ende. So, war das hier runter? Genau, hier unten war doch irgendwo das Dock. War das hier? Nee. Oder hier? Ah ja, genau. Da ist es. Oh, Kailas? Kailas Honigfuß? Wie kommt der denn hier hin? Hallo. Kailas Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Ja, das weiß ich doch. Oder vielleicht hat er irgendwas im Angebot, was ich gebrauchen kann. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Na, schauen wir mal. Also, er hat einen Schal, Stoff, etwas Schnur, eine Öllampe. Ja. Klingt alles irgendwie nicht wirklich spannend. Ja, bis auf die Öllampe vielleicht. Aber ich wüsste gar nicht, wo ich die brauchen könnte. Ist ja alles recht hell hier. Nee, ich sehe nichts. Ich sehe hier nichts, was ich brauche. Nicht? Vielleicht beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Naja, aber es wird irgendwas bedeuten. Es wird garantiert irgendwas bedeuten, dass der jetzt hier ist. Nein, Kailas ist nicht ohne Grund hier. Oder vielleicht doch nochmal zu diesen Wasserfällen, wo Shiala war? Mensch, ich würde zu gern mal mich mit der unterhalten. Schauen wir mal. Ja, hier war der Wasserfall. Kann ich da hingehen? Oh, tatsächlich. Aha. Oh, weia. Genau. Eine Höhle. Ja, Mensch, da muss man erstmal drauf kommen. Okay, Mensch, das ist ja ganz schön geheimnisvoll. Was meint ihr, Jungs? Habt ihr was dazu zu sagen? Ich mag Geheimgänge, ehrlich. Okay, und du? Ein seltsamer Ort zum Leben. Allerdings, mal gucken, ob Shiala überhaupt da ist. Oh. Dies muss der Ort sein, an dem Shiala lebt. Erstaunlich! Wer würde jemals hier nachschauen? Niemand. Das scheint der Punkt zu sein. Was macht ihr hier? Wir haben diese Grotte nur aus purer Neugier betreten. Wir wollten niemandem Schaden zufügen. Wenn ich euch hätte treffen wollen, dann hätte ich das auch getan. Das war nur, um eure Aufmerksamkeit zu erlangen. Nun sagt mir, was führt euch hierher? Tja, gute Frage. Zu welchem Rudel gehörst du?
Ich gehöre zu keinem Rudel. Ich gehöre zu mir selbst. Ich wurde von den Waldwölfen geboren. Ein paar Wölfe verließen das Rudel und gründeten ihre eigene Gruppe. Sie versprachen Freiheit von Rudelverantwortungen und ein neues und besseres Leben. Meine Eltern gingen mit ihnen und nahmen mich mit. Und war es besser? Zuerst war es gut. Dann begannen die Streitigkeiten. Es gab Unstimmigkeiten, Kämpfe und zuletzt eine Blutfehde. Ein Wolf, der stärkste und brutalste, übernahm die Führung und alle, die sich sträubten, wurden getötet. Einschließlich meiner Eltern. Darf ich annehmen, dass der Name dieses Führers Gar war? Ganz genau. Als ich den Jägern entkam, schwor Gar mir Rache. Er sagte den Waldwölfen, dass sie mir nicht helfen durften, sonst würde er ihre Dörfer in Brand stecken. So wurde ich zur Einzelgängerin. Oh. Ja, eine krasse Geschichte. Erzähle uns von den Jägern der dunklen Kralle. Sie sind sadistische Fieslinge, die nur leben, um zu töten und zu versklaven. Sie haben kein Ehrgefühl und sind eine Schande für alle Wölfe. Aber sie sind sehr erfolgreich und haben überall Spione. Dieser Gar muss ein schlauer Anführer sein. Das ist eben ein Teil des Rätsels. Gar ist dumm und brutal. Sie sind alle dumm und brutal. Ich verstehe nicht, wie sie so erfolgreich sein konnten, wenn da nicht... Wenn da nicht noch jemand hinter Gar steht. Genau. Aber bisher konnte niemand herausfinden, wer. Tja, das ist der Waschbär, ist doch ganz klar. Weißt du irgendetwas über einen Waschbären? Im Wald gibt es Gerüchte über einen bösen Geist, der sich in Form eines Waschbären manifestiert haben soll. Böser Geist? Ha! Wir glauben nicht an Geister! Dann glaubt ihr auch nicht an das Leben. Die ganze Natur ist ein Geist, der Form angenommen hat. Teils gut, teils böse. Aber hast du jemals diesen Waschbären gesehen? Nein, aber ich muss ihn nicht sehen, um seine Gegenwart zu spüren. Irgendetwas Böses ist da draußen. Ich weiß es. Ja, okay. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Hm. Ist das dein Gemüsegarten? Und? Was ist damit? Dies ist meine Höhle, mein Lebensstil. Natürlich sind ein paar meiner besten Freunde Herbivoren. Ich bin kein Herbivor, aber ich mag Gemüse eben. Was ist falsch an Herbivoren? Ich bin schon mein ganzes Leben lang einer. Pflanzen, Tiere, also ich kann beides essen. Genug. Ich esse, was ich will. Das ist alles. Wahrlich, eine bewundernswerte Einstellung. Okay. Was gibt's noch? Okay. Bitte entschuldige unser Eindringen. Wir gehen jetzt, wenn du es wünschst. Vielleicht sollte ich mich für meine voreilige Reaktion entschuldigen. Ihr seid nicht meine Feinde. Ihr dürft noch bleiben und euch ein wenig umsehen, wenn ihr es wollt. Ja, gerne. Ich bin hier, wenn ihr etwas braucht. Okay. Schauen wir mal. Ein Wolf, der Gemüse isst. Erstaunlich. Allerdings. Haben wir hier? Das sind Melonen. Ein Baum. Und eine Eisenluke. Aha. Was ist das? Ich weiß nicht. Es ist eine Art Fels, wie ich sie nie zuvor gesehen habe. Manchmal höre ich seltsame Geräusche von dahinter. Und was ist das für ein dreieckiger Einlass? Vielleicht Kunst. Auf jeden Fall nicht sehr interessant. Oh, das finde ich aber schon interessant. Ich habe doch hier dieses dreieckige Ding hier gefunden. Das könnte doch so eine Art Schlüssel sein. Das probiere ich gleich mal aus. Benutze dreieckiges Gerät mit Eisenluke. Keine Reaktion. Vielleicht gehört das Gerät woanders hin. Es muss hier hingehören. Es passt einfach zu perfekt. Dann muss an dem Gerät noch etwas fehlen, das es zur Funktion bringt. Ach, so ein Mist. Was kann das sein? Verflucht. Tja.
Ein Faltbett. Hier schläft sie wohl. Was könnte denn hier dran noch fehlen? Ich meine, bei den antiken Ruinen der Menschen, da gab es ja noch eine Lagerhalle, wo ich nicht reinkam, weil die Schiebetür nur halb aufging. Die war verrostet. Moment mal. Ich glaube, mir kommt da eine Idee. Genau. Ich muss zurück zu Kailas. Der hatte doch diese Öllampe dabei. Ja klar. In Öllampen ist Öl. Und was braucht eine verrostete Tür? Natürlich Öl. Meine Güte. Okay. Schauen wir mal, was Kailas dafür haben will. Der alte Schlitzohr. Das alte Schlitzohr. Genau. Mann. Aufregend. Okay, dann einmal hier rum. So, okay, Kailas. Dann wollen wir mal sehen. Hallo. Kailas Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Na gut, dann zeig mir, was du hast. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Ja, ich hätte gerne deine Öllampe, Kollege. Eine gute Wahl. Die kostet nur 3 Goldstücke. Na, das funktioniert alles nicht. Bedrohen und so handeln vielleicht. Nun, meine Freunde, sieht aus, als könnten wir hier nichts erreichen. Leider haben wir nichts Wertvolles außer unserem Schatz. Schatz? Ups, sagte ich Schatz? Vergiss es. Wir haben wirklich keine unbezahlbare Statuette aus der Zeit der Menschen, welche uns garantiert reicher macht, als wir es uns jemals träumen lassen würden. Vergiss, dass ich überhaupt etwas gesagt habe. Unbezahlbare Statuette? Reich? Ja. Ich kann euch helfen. Ich bringe die Statuette zurück in das erforschte Land und warte dort auf euch. Dann braucht ihr keine Angst zu haben, gefangen genommen zu werden. Woher sollen wir wissen, dass du die Statuette nicht behältst und verkaufst? Ich werde euch die Lampe als Akt des guten Willens geben. Nun gut, ich übergebe die Statuette in deine Obhut. Beschütze sie gut. Oh, das werde ich. Ich werde sie mit meinem bloßen Leben beschützen. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Okay, ja super. Jetzt habe ich eine Öllampe. Eine schöne Messinglampe, voll mit Öl. Ja, und genau das brauche ich. Glaube ich jedenfalls. Ja, das wäre auf jeden Fall logisch. Ja, dann mal zurück zu diesen antiken Ruinen. Ja, die waren ja ganz im Westen. Genau. Da ist es. So, da muss ich doch noch irgendwas finden können, was zu diesem Dreieck gehört. Ja, hier, die war verrostet. Sieht völlig verrostet aus. Was wahrscheinlich bedeutet, dass wir über diesen Weg nicht hineingelangen. Ja, aber vielleicht kann ich da ja das Lampenöl benutzen. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Mist. So früh gefreut. Ja, und die andere Tür, die ging ja nur so einen Spalt auf. Vielleicht passt... Kann ich da mit dem Öl was anfangen? Hier war ja diese... war das hier? Ach nee, hier war... War dieser Silberpfeil drin, nicht wahr? Ja, ja. Das war dieser Silberpfeil. Das war die andere Lagerhalle. Diese hier, genau. Die ging nur ein Spalt auf. Jo. Die Führungsschienen scheinen verrostet zu sein.
Wir können sie nur ein Stück öffnen. Tja, funktioniert da vielleicht das Lampenöl? Das Öl sollte sie ein wenig lösen. Ja! Super! Okay. Sie ist offen. Ja. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn das? Ah, große gelbe Maschine. Ich frage mich, ob die Menschen sie gebaut haben. Tja, und vor allem, was das sein soll. Große grüne Maschine. Ich frage mich, ob die Menschen sie gebaut haben. Was liegt denn hier rum? Na, weiß ich nicht. Wohl eine große rote Maschine. Ich frage mich, ob die Menschen sie gebaut haben. Tja. Ein Arbeitstisch. Ein Arbeitstisch. Werkzeuge? Sieht nach antiken Werkzeugen aus. Die sind zu alt, um noch brauchbar zu sein. Ah. Was ist das? Ein Schraubendreher. Das ist ein Schraubendreher. Den kann ich möglicherweise noch gebrauchen. Okay. Nimm ich den mal mit. Schraubendreher. Ah, Schraubendreher. Wozu könnte ich den denn gebrauchen? Vielleicht das dreieckige Gerät hier zu vervollständigen oder zu öffnen? Mal gucken. Nichts, woran ich ihn benutzen könnte. Nee. Ein Farbtopf. Das war wohl mal ein Topf Farbe. Jetzt ist es nur noch ein Topf Schlick. Topf Schlick, kann ich den auch mitnehmen? Der Topf scheint am Tisch festgerostet zu sein. Oh, okay. Kann ich da was mit dem Lampenöl ausrichten? Die Farbe ist inzwischen unbrauchbar. Okay. Tja. Schraubenzieher. Wenn ich damit ein bisschen an den Maschinen hier rumpopel? Ich glaube nicht, dass das nützlich wäre. Okay. An der auch nicht? Ich glaube nicht, dass das nützlich wäre. Nee. Ich wüsste ja auch gar nicht, was ich da tun soll. So ein Mist. Tja, naja, der einzigste Ort, der mir jetzt noch einfällt, wo das vielleicht zu gebrauchen wäre, wäre tatsächlich an dem Damm. Ich muss ja schließlich irgendwie diese Tür aufkriegen. Da an diesem komischen Bauwerk. Tja, sonst fällt mir dazu irgendwie nichts mehr ein. Naja, versuche ich's mal. Versuch macht schließlich klug. Okay. Mensch, da muss ich einmal hier nochmal um die Insel rum. Ah, das ist ein weiter Weg. Naja. Ach nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr, Mensch, der Damm, der war ja hier unten. Ich dachte schon, ich müsste einmal hier rum. Stimmt ja gar nicht. Nein, der Damm war hier. Genau da. Okay. Einmal über die Brücke. Und dann rauf zum Damm. So. Hier lang. So, also,
Ja, was anderes fällt mir dazu jetzt auch nicht mehr ein. Also versuche ich mal mit dem Schraubenzieher darum zu popeln. Mit dem Löffel hat es ja nicht funktioniert. Tja, auf gut Glück. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Naja, eigentlich war es ja logisch. Und sonst habe ich ja schon alles abgegrast. Also hinein. Wow. Was zum Geier ist das denn? Wundervolle Maschine mit bewegten Bildern. Das ist das Bild einer Explosion, aber warum bewegt es sich so langsam? Spannend. Was ist das? Es hat kleine leuchtende rote Ziffern. Und da ist eine kleine Klappe an der Rückseite. Aha. Ja, mach mal auf. Hey, da ist ein kleiner goldener Zylinder herausgefallen. Und die kleinen roten Ziffern haben aufgehört zu leuchten. Aha. Okay. Habe ich die jetzt... Ach, da. Metallzylinder. Das ist ein kleiner Metallzylinder, der aus dem Kästchen mit den leuchtenden roten Ziffern stammt. Okay. Was ist das? Da sind kleine Lichtpunkte drauf, die sich bewegen. Abgefahren. Ein fein polierter Tisch. Dieser Tisch ist bemerkenswert gut gearbeitet. Was ist das? Erstaunlich. Das sieht wie ein Bild der Sonne aus. Wow. Was ist das noch für ein seltsamer Ort? Naja, okay. Ja, vielleicht ist das ja das Teil, was hier gefehlt hat. Mal gucken. Er scheint genau reinzupassen. Die Juwelen auf dem Dreieck haben angefangen zu leuchten. Hey. Ich wette, dass dieser kleine Zylinder die Macht hat, Dinge leuchten zu lassen. Ja, was sonst? Macht Sinn. Jo, das dreieckige Gerät leuchtet jetzt. Ja, prima. Dann kann das jetzt vielleicht die Tür bei Shiala öffnen. Na los. Zurück. Vielleicht ist das ja des Rätsels Lösung. Mensch, irgendwie bin ich aufgeregt. Schauen wir mal. Zurück in Shialas Höhle. Los, kommt, Jungs. So, dann versuchen wir es mal. Vielleicht ist das der Trick. Es wird einen Trick vorführen. Das war nur eine Redensart. Es funktioniert! Hey, toller Trick! Hey! Sieht aus wie eine Art Tunnel. Oh nein! Wieder ein Labyrinth! Was muss das denn sein? Okay. Shiala, hast du mir noch was zu sagen? Auf geht's! Vielleicht solltest du hier warten, Shiala. Wenn wir in eine Falle oder in Gefahr geraten, würden wir uns besser fühlen, wenn hier noch eine Kriegerin deiner Qualität ist. Ich werde warten, bis die Sonne wieder den halben Weg zum Horizont zurückgelegt hat. Dann werde ich euch in den Tunnel folgen. Okay. Ja, Jungs. Ein Gemüsegarten? Für einen Wolf? Ja. Jungs, los. Rein in die Eisenluke. Meine Güte, was ist denn das? Oh Mann, das sieht ganz schön gruselig aus hier. Was zum Geier? Was soll das sein? Eine Leiter? Oh mein Gott.
weiter, oder? Nee, nichts weiter. Das ist schon sehr beeindruckend. Was ist das? Aha. Jungs, was bei dir? Diese Räume haben eine besondere Schönheit, die ich niemals vermutet hätte. Und eine gewisse Traurigkeit, weil sie so leer sind. Ja, gut zusammengefasst. Diese Räume sind zu voll mit Lärm, Geistern und kaputten Maschinen. Lasst uns weitergehen. Okay, dann hier hoch. Was ist denn das? Oh. Oh mein Gott. Was ist das? Sieht aus wie eine Art Arm. Aha. Reparatureinheit. Abgefahren. Geht's hier weiter? Nein. Okay. Ja, dann. Dann wieder raus. Ach nee. Geht's hier doch nach oben? Moment mal. Vielleicht geht's hier noch weiter nach oben. Jo. Geht noch weiter. Oha, okay. Was ist das? Klingt hohl. Wofür ist das wohl? Metallfässer. Sehen aus wie Behälter. Scheint eine Art Schreibfläche zu sein. Hier geht's weiter nach oben. Oh, wow. Das Bett wurde kürzlich erst benutzt und riecht nach Waschbär. Oh, oh. Hier wohnt also der Waschbär, ja? Interessant. Seltsamer Anblick. Ein See von der Seite. Hm. Okay, ich glaube, das ist eine heiße Spur. Der Waschbär ist ganz in der Nähe. Da ist er. Aha. Shota. Shotas Experiment. Das lasse ich besser in Ruhe. Da ist sie. Da heißt die Sturmkugel. Ja. Ich wusste, dass ihr den Wölfen entkommen seid, aber ich hätte nicht geglaubt, dass ihr mich hier findet. Entschuldigt bitte, dass ich euch unterschätzt habe. Du kannst Komplimente verteilen, so viel du willst. Wir sind jedenfalls hier, um die Sturmkugel zu holen. Nein, ich erlaube euch nicht, meine Pläne zu zerstören. Deine Pläne sind bereits zerstört. Nicht alle. Er flüchtet. Hinterher! Oh Mann! Halt, Shota! Du kannst uns nicht entkommen! Ihr werdet diese Kugel niemals bekommen! Niemals! Gib auf! Wir sind 3 gegen 1! 3 gegen 2! Ich versichere euch, ich kämpfe wie 5 Krieger! Seht ihr, ihr wusstet nicht, dass ihr einen Wolf hinter euch hattet, oder? Das ist nichts im Vergleich zu dem, was hinter dir ist. Was? Ich bin hinter dir! Und ich habe die Kugel. Also du, gib mir die Kugel! Wirf sie! Wirf sie! Wirf sie zu! Mir? Und jetzt, Kyler, bereite dich darauf vor, deinem Schicksal zu begegnen. Oder auch nicht. Du kämpfst wie 5 Krieger, was? Schade, dass die anderen 4 nicht hier sind. Ah! Ah! Ah!
Gib mir die Kugel! Ich glaube, das werde ich nicht tun. Bist du noch nicht erschöpft? Ich hab sie, sie gehört mir, nur... Oh, heuer. Ich schätze, das war es dann mit der Sturmkugel. Ich frage mich, was sie mit uns machen werden. Das ist dann der Punkt, an dem ich genug habe von Königen, Kugeln und Hunden und Wölfen. Jetzt gibt es nur noch eines, das mir wichtig ist. Rene, lasst uns nach Hause gehen und sie suchen. Hört her! Hört her! Wir sind hier versammelt, um die Helden zu ehren, die Sturmkugel davor retteten, in feindliche Hände zu fallen. Die mutigen und stolzen Riff, Ock und Ea. Aber was ist mit dem Fuchs? Er hat die Kugel nicht zurückgebracht. Er muss bestraft werden. Riff hat kein Verbrechen begangen. Und der wahre Dieb hat seine gerechte Strafe bereits erhalten. Aber wie werden wir ohne die Kugel überleben? Ja, wie werden wir wissen, wann wir säen und ernten müssen? Wir können den Mond und die Sterne beobachten, wie Tycho Nordpfot, der Astronom. Wir können auch Aufzeichnungen führen, wie Sist, die Ratte. Mit einer Kombination dieser Methoden werden wir in der Lage sein, die Jahreszeiten selbst zu bestimmen. Wir brauchen die Sturmkugel nicht. Wir brauchen gar keine Kugel. Wir haben Herzen. Wir sind intelligent, wir sind Tiere. Wohlgesprochen. Nun kommt, lasst uns diesen Tag feiern. Aber wo ist... Rene? Oh, Riff, du bist in Sicherheit. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht. Um mich? Bist du in Ordnung? Haben sie dir wehgetan? Nein, mir geht es gut. Jetzt. Komm, lass uns zur Feier gehen. Hauptmann Ock, Hauptmann Ea. Ja, komm, Riff, du bist jetzt ein Held. Oh, ich bin kein Held. Ich wollte nur... Nur was? Ich wollte nur, dass dir nichts passiert. Ich weiß. Eben deshalb bist du mein Held. Ich habe zwar keine Goldmedaille für dich, aber... Aber? Einheit bei Bearbeitung. Trockenperiode ist aktiv. Prioritätischer Befehl. Setze Datum für Ende der Trockenperiode. Einheit erwartet Eingabe. Erwarte Eingabe. Erwarte Eingabe. Was soll man dazu sagen? Was für ein grandioses Ende. Ach, da muss ich erstmal ein Schlückchen Tee nehmen. Mmh. Ah, wundervoll. Blaubeere mit Vanille. Super. Mmh, ja. Ah, dieses Ende ist einfach der Hammer, würde ich sagen. Mmh. Die Geschichte, die hat mir sehr, sehr gut gefallen.
und schreit ja geradezu nach einer Fortsetzung. Das hat sich übrigens auch eine Gruppe namens Wurmkeep 2022 auch gedacht und haben schon zwei Crowdfunding-Kampagnen ins Leben gerufen, die beide leider gescheitert sind. Ja, die hatten nämlich eine Vision zu Erben der Erde Teil 2 namens Ascent of Shadows und wollten die Geschichte um die Sturmkugel und Riff und seinen Freunden weiterspinnen. Leider gab es nicht genug Interessenten, die bereit waren, das zu refinanzieren. Jetzt können wir uns darüber unterhalten, woran das denn gelegen haben könnte. Ja, meiner Meinung nach liegt es daran, weil Erben der Erde einfach viel zu spät erschienen ist. Wirklich, man muss sich mal überlegen, was 93, 94, als die Diskettenversion erschienen ist und 95 erst die CD-Version bereits adventure-technisch erschienen war. Tja, es gab Beneath the Steel Sky, technisch einwandfrei, super gelöst, mit Sprachausgabe fürs CD32. Es gab am PC Day of the Tentacle, The Dick, Sam & Max Hits the Road. Alles mit Sprachausgabe und technisch vom Allerfeinsten. Da stank ein Erben der Erde doch ein wenig gegen ab, wenn man sich die Technik betrachtet. Ja, okay, Sound und die Sprachausgabe und der Sound an sich, die Musik, die sind top, keine Frage. Aber technisch fand ich Erben der Erde ein wenig schwach im Vergleich. Ja, also ich meine jetzt nur im Vergleich zu der Konkurrenz. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Erben der Erde bei vielen damals einfach durchging oder wenig Beachtung fand und heute dementsprechend nicht mehr so viele Leute hinterm Ofen hervorruft, wie zum Beispiel, wenn es um eine Fortsetzung von Day of the Tentacle ging oder Sam & Max Hit the Road. Ich glaube, da würde so eine Crowdfunding-Kampagne innerhalb weniger Tage das Doppelte einspielen oder so. Leider, denn abgesehen von den kleinen technischen Macken, die das Spiel hat, fand ich jetzt die Geschichte wirklich total abgefahren und großartig. Erinnerte mich ein wenig an Planet der Affen, natürlich der alte Film mit Charlton Heston. Ja, und wie gesagt, technisch zu meckern, hätte ich jetzt diese unnötigen Wege zum Beispiel. Also ich musste ja irgendwie 3 oder 4 Mal zu Sist, der Ratte, durch dieses Labyrinth rennen. Und das fand ich sowas von unnötig. Also auch hier, als ich zur Elara musste, da musste ich ja auch irgendwie ein paar Mal durch das Dorf der Hasen rennen, um dahin zu gelangen. Das hätte man eleganter lösen können, ne? Mit einem Doppelklick oder so. Ja, gut, man kann jetzt sagen, ja, dadurch wäre das Spiel dann zu kurz gewesen oder so, aber dann hätte man sich eben noch ein paar Sachen ausdenken müssen, um die Geschichte noch ein bisschen weiter zu spinnen. Das Argument würde ich jetzt nicht gelten lassen. Ich finde das einfach vom Design her sehr schwach. Leider, muss ich so sagen. Abgesehen davon fand ich auch diese isometrische 3D-Perspektive an sich total nett. Das sah richtig gut aus. Was mir nicht gefallen hat, war das Scrolling. Also dieses ruckelige Scrolling, das war wirklich also nicht mehr zeitgemäß. Das war technisch nicht gut gemacht. Das hätte man wirklich besser lösen können, auch auf dem Amiga. Dann hätte es eben 2 Megabyte Chip RAM gekostet und noch ein bisschen Fast RAM, was zu dieser Zeit, irgendwie 94, 95, denke ich auch kein Problem mehr gewesen wäre. Also die noch ein Amiga hatten, die hatten auch Fast RAM oder eine kleine Turbokarte oder so. Naja, die Chance, die wurde auf jeden Fall vertan. Ja, das ist so im Groben meine Meinung. Gucken wir uns nochmal den Test an in der Amiga Games und im Amiga Joker. Also ich persönlich, ich würde jetzt mehr in Richtung Joker tendieren. Obwohl, ich finde, der Joker hatte diese außerordentlich tolle Sprachausgabe und Soundkulisse zu wenig honoriert. Da hat Oliver Preisner hier, finde ich, mit seinen 96% zwar ein bisschen, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber so an die 90%, finde ich, kratzt das auf jeden Fall schon.
Ja, also, ich finde, das ist ein großartiger Titel und ja, ich finde es sehr, sehr schade, dass diese Crowdfunding-Kampagne für Teil 2 ja wohl vorerst auf Eis liegt. Und ich hoffe wirklich, dass noch ein dritter Versuch unternommen wird und ein bisschen die Werbetrommel gerührt wird, damit das vielleicht doch noch zu einem guten Ende gebracht werden kann und Teil 2 entwickelt wird. Okay, bis hierhin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meiner kleinen Serie und empfiehlt mich weiter. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.